Zeit. So. Okay. Dann mache ich das jetzt darüber. Jetzt muss nur das hier weg. Gut. Okay. So, einmal komplett alles geswitcht. Oh Gott, jetzt nicht aus Versehen irgendwo draufkommen. Gut. Oh, perfekt. Das wird es so viel simpler machen die nächsten Tage. Schön. Sekunde, ich muss noch eben alles hier wieder rückgängig machen. Hops. Und hops. Und hops. Cool. Cool, 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 cool. Was war das denn? Keule, danke schön. Vielen, vielen Dank für 11 Monate. Cringe. Ja, wenn es dir nicht gefällt, tschüss, ne? Bye! Kann sein, dass ich den Rang damit euch vergessen habe. Ja, den habe ich gehen lassen. Oh, das ist gut. Ja, cringe ist schon ziemlich beleidigend. Also wirklich jetzt. Cringe ist echt kein nettes Wort. Ich weiß gar nicht, wo mein Dumm hin ist. Hier drin, ne? Katze? Katze, 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 Katze. Ja. Kannst du zaubern und daraus Werwölfchen machen? Oh, natürlich. Geil. Bin fein. Nice. Brauchen wir nur noch zwei weitere Foltermethoden. Also einmal Feuer. Nein, mal der Frosch. Mhm. Und dann weiß ich nicht. 10.000 Bären fallen? Entschuldigung, ich hatte gerade Essen im Mund. Ja, was? Oder wieder so eine Falle hier oben, ja, die dann prrrr macht. Hm. Ich weiß es nicht, was da gut ist. Ich hatte gerade Essen im Mund. Wir überlegen gerade, welche Foltermethoden noch. Wir haben Feu-Foltoret und wir haben dich. Was noch? Ich find's gut. Ja, für den Raum auch super.
Also die Beeren an der Decke sind schon cool. Ja. Ein Feuer kann man, glaube ich, nicht an die Decke kleben. Nee, leider nicht. Das wäre viel zu cool. Schade, dass man nicht echt alles einfach an die Decke kleben kann. Okay, ich kann das nicht mit aufnehmen. Was denn? Ach, ich mach nix. Okay. So. Okay. Aber eigentlich reicht das schon, oder? Warte mal, was war das gerade? Ja. Okay. Einmal Feuer. Hilfe. Gott. Ich möchte das doch nur. Da fuck. Ganz feine Divi mittlerweile. Bitte? Hallo? Ciao. Du hast irgendwas gesagt, aber dann bist du abgebrochen. Da kannst du mittlerweile die Kettensäge. Nee. Sollte ich die können? Die ist direkt neben dem Kleiderschrank. Ach so. Deswegen dachte ich vielleicht. Ja, ich könnte sie lernen, wenn ihr wollt. Kettensägen haben ist fein. So. Reicht das? Ja, ne? Muss aber nicht jetzt sein. Eigentlich hätte ich das genau andersrum machen sollen. Das am Ende reinmalen sollen. Das macht irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Das mache ich jetzt auch so. Ich flieg mal eben zum Dom und guck, ob wir da noch ein bisschen Scrap oder Loot kriegen. Ich sollte eigentlich gleich noch ein Frosch-Symbol machen, ne? Als eine Foltermethode. Damit man absolut keine Ahnung hat, was passiert. Was ist ein Frosch? Hihi.
Sieht das genug nach Feuer aus? Ja, das erkennt man schon. Die Steuerung ist so merkwürdig. Das ist zu hässlich geworden. Den Quack mit der Maus zu malen, ist echt nervig. Der sieht ein bisschen derpy aus. Reicht, erkennt man. So. Zwei Foltermethoden ist noch Platz. Ja, es ist schade, dass die anderen nichts irgendwie so. Dass die nicht so ganz wissen, was sie noch wollen. Also der Plan wäre dann, wenn Leute ihre Seele waschen wollen, was beichten wollen oder wir ihnen die einfach irgendwie nehmen wollen, gehen sie tap, 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 tap hier rein. Spinning the wheel. Dann werden sie gefoltert. Buh, 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 buh. Tot. Wir nehmen dann die Sachen und haben Fleisch und Knochis und irgendwas. Meine Katze fein. So, und danach kriegen sie halt ihre Seele ausgehändigt. Je nachdem, wie wertvoll diese Seele halt war. Manche bekommen dann halt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Scrap, Regenwurm, dumm, 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 dumm. Mal gucken. Und auf die müssen sie dann halt gut aufpassen, ne? Und wir kriegen halt eine kleine Kopie der Seele, auf die wir auch gut aufpassen. Ja, Kartoffeln haben wir, glaube ich, leider nicht. Kartoffeln wollte ich auch, aber haben wir im Moment nicht. Ein Maiskolben geht halt auch noch. Und ein Pilz. Oh, das wollte ich nicht.
Tja. Das Ding ist halt, die einzige Sorge, die ich habe, dass man innerhalb einer Woche gar nicht wirklich viel Zeit hat, dass sich das so rumspricht und dass Leute überhaupt hier hinkommen. Weil ich glaube tatsächlich, das meiste RP findet einfach daran so statt, dass man draußen auf der Straße steht in der Zehnergruppe und sich da unterhält. Im Kreis steht und sich unterhält. Das ist so eine Sorge. Tja. Okay. Gut, das passt. Dass man hier auch nachts foltern kann. Sind euch mittlerweile Foltermethoden eingefallen? Es fehlen immer noch die zwei. Vom Dach schubsen? Wie willst du hier drin jemanden vom Dach schubsen? Eventuell hat der Plan Lücken. Gut. So. Das sind die Sachen für Franzi. Ich meine, wenn wir welche finden, können wir Seeli mit Strom umbringen. Ich weiß nicht, wie und alles. Also. Wie das geht, umzusetzen und so. Ja, da wäre dann hier hinten in der Ecke oder hier in der Ecke irgendwo eine Tesla-Coil. Und dann machen wir da einen Knopf hin, dass der gebrutzelt wird, wenn man drauf drückt. Ja, das klingt doch gut. Ist das schwer umzusetzen? Wir brauchen genug Tesla-Coils, dann soll es nicht das Problem sein, das krieg ich verkabelt. Okay. Wo bekommt man die her? Ja, ist das Tier 3? Moment. Franzi, ich habe hier ganz viele Instrumente für dich gemacht. Dass, wenn du als Foltermethode ausgewählt wirst, kannst du dir irgendwas aussuchen und die Person so richtig nerven. Ja. Super. Das wird cool. Ja, ich freue mich. Ich kann mir bitte schon den ersten quälen. Ich habe wir brauchen noch zwei Methoden. Ich muss noch 500 Scrap investieren für. 500? Okay. Achso, und ich soll noch die Kettensäge brauchen wir noch, ne? Circa. Wäre super, wenn wir immer eine haben, damit wir Holz holen können, ja. Aber kann man nicht einfach eine Kettensäge nehmen, die wir schon haben und das einmal erlernen? Ja, ich habe die kaputt gemacht. Oh. Ich hab nie aufgepasst. Ach ja, die kann man nicht reparieren, weil wir es nicht gelernt haben. Stimmt. Okay. Okay, dann einmal Kettensäge lernen. Hä? Ach da. Gut. Neben. Das heißt, warte mal, wir brauchen 500 Scrap für die Tesla-Coils. Daneben. Oder brauchen wir mehr? Circa. Für die Tesla-Coils reichen 500, dann safe sind eher 400. Mhm.
Okay, ja, und nochmal 200 oder 250 brauchen wir für die Kettensägen. Neben. Eben. Genau. Ja, gut, dann gehe ich nochmal eine Stunde farmen. Na, ich geh auch gleich Garten. Na gut. Brauchte noch irgendwer eine Rüstung? Diese Roadsign Armor, die hatte ich gestern noch gefarmt. Gut, Franzi hat ja jetzt eine. Brauchst du noch eine? Ich hätte übrigens nur mal eine Rüstung angesprochen. Was für ein Halsband? Du hast mir früher immer deine Roadsign Armor die Hüfte gemacht als Halsband. Ah, okay, die Hüfte. Was für eins willst du? Willst du das Modell Franzi oder willst du das hier? Das, was du auch hast. Okay. Leder. Das Modell Franz hier. Mann, ich kann heute schon wieder kein RP machen dann, ne? Muss ich nur eine Kettensäge farmen gehen. Oh. Und Tesla Coil. Oh. Können wir Mittwoch mit RP anfangen. Danke. Jo. Fein, fein. Wir brauchen dann keine Roadsign Armor mehr, oder? Hilfe, 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 Hilfe! Ich brauche wirklich Hilfe, was ist das? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hallo! Was ist das? Hast du den gesehen? Den kennen wir. Was war das? Hm? Ich glaube, er ist nach links gelaufen. Now? Wow. Der sah süß aus. Okay. Braucht ihr noch Roadsign Armor? Ansonsten gehe ich die nämlich jetzt meine Roadsigns zerschreddern. Da hätten wir ein bisschen Scrap. Wir haben theoretisch noch Scrap. Ja, theoretisch schon. Also, aber es ist nicht genug Scrap, oder? Doch. Hatschi! Oh nein! War es dann wirklich eine Frechheit von mir, wirklich? Was war denn das, was mich da angegriffen hat? Wo ist es hin? Boah, mir ist gerade was ganz, ganz Komisches passiert. Ich musste gerade niesen. Auf einmal sind meine Hände irgendwie an Mario gekommen. Und dann bin ich ganz panisch zu der Workbench da oben gelaufen. Und irgendwie weiß ich, wie jetzt Kettensägen gehen. Oh. Komische Geschichte, oder? Soll ich das für dich verwahren? Nicht, dass das am Ende dann irgendwie gesucht wird. Ich bin danach wieder zu Mayo gegangen und hab ihn nochmal berührt. Das ist so ein Tick von mir. Ja, verstehe. Vielleicht passiert dir das ja auch. Vielleicht musst du auch niesen, wenn du ihn siehst. Komm mal mit. Das ist unser Baum. Guck mal, ist das bei dir auch irgendwie so komisch bei ihm? Ja. Ah.
Sind wir allergisch gegen schlafende Mario? Das könnte gut sein. Mann. Oh no. Okay. High Quality Gears Metal Blade. Oh, scheiße. Das haben wir, glaube ich, nicht. Mm-mm. Oh, doch. Oh, hier sind noch Ruhe. Perfekt. Hm? Ja, Mark, hast du das gesehen, was dich angegriffen hat? Ja, ein Experiment oder so stand da. Es hat geknurrt. Ein knurrendes Experiment? Was? Ja. Wie sah das denn aus? Was war das denn überhaupt? Was ist das aus wie Mühe? Ich bin vorbeigelaufen. Ich hab nichts gesehen. Ja. Quality at Metal Blade. Hat mich ein bisschen an unseren alten Hausgeist erinnert. Oh. Dann war es bestimmt cute, so ein kleines süßes Etwas. Nee, ja. Das war nicht cute. Das war so groß wie ich. So. Well, das mit selbst ist auf die Kosten von dem Ding, das nicht nett. Okay. Das war nicht cute, das war so groß wie ich. Ist halt. Okay. Ah. Ja, wenn Mario das jetzt aber braucht, ist halt doof, ne? Aber man kann doch meine Sachen noch zerschreddern. Also, das sind dann ja nochmal irgendwie 300 Scrap. Oder 400 sogar. Ich hätte ja nur einmal dahin laufen müssen, aber ich wollte halt nicht, weil ich ja die Armor machen wollte für die anderen. Aber gut, Franzi hat jetzt. Items hat auch. Mayo wollte, glaube ich, seine behalten. Von daher passt das. Ich komme dieser Ordnung nicht klar. Das war hier drin. Und das hier. Okay. Noch eine Gears. Bitteschön. Fuel packe ich jetzt mal mit hier rein. So. Scrap. Oh, danke. Einfach auf Franzi Dunkung schieben. Ich stelle jetzt mal kurz die Truhe einfach so lang hier hin. Oder passt die noch unten irgendwo cool hin? Ja, neben den Kühlschrank einfach. Ja. So. Bisschen mehr Platz wieder hier. Gut. Okay. So, also. Das heißt, wir haben jetzt drei Foltermethoden. Seelenzeugs. Wir haben. Ja, wir haben eigentlich genug, ne? Und hallo, der Mox. Nee. Nee. Ups. Ich auf Cancel gekommen, oder was? Natal. Auf Update. Oh, ich glaube, das mach ich einfach. Ich mache einen Blitz, oder?
So einen blauen Blitz. Ich glaube, das ist cooler. Das ist der hässlichste Blitz, den ich je gemalt habe. Okay, vielleicht sollte ich nicht so. Vielleicht sollte ich nur so. Sie nur so machen. Unterschied ist irgendwie so mehr, dass man da nicht so, ich sag mal, reinblenden kann. Ah, doch, kann man. Ah, okay, ja dann. Komisch, Hest, Gespenst? Hä? Tut mir leid für dich, dass du blind und taub bist. Muss doof sein. Das ist nicht zu. Ah, ich denke, das geht schon so. Okay. Da jetzt noch rüberblenden? Eigentlich nicht, oder? Nee, macht keinen Unterschied. Okay, jetzt nur wieder zurück. Shit. Ja, Methode Nummer 4 bin ich auch gespannt. Ich denke mal, Mayo hat da bestimmt noch gute Ideen für. Aber ja. Effekt könnte man noch ein bisschen Dungeon Master Ausrüstung, Presslufthammer. Ja, das mit dem Geschütz wäre halt noch ganz cool. Könnte man halt wieder machen. Aber ja,
Ja, mit Blauli, das geht nicht, weil der ja auch nicht immer da ist. Das können wir ja nicht machen. Es geht aber als Blitz, oder? Doch, ich glaube, man erkennt das ganz gut. Auch von Weitem. Items mit der Kettensäge. So. Froschfeuerstrom, ja. Ist doch super. Wollen wir es einmal kurz testen? Okay. An mir? Nein, ich wollte es an niemandem testen. Nur gucken, ob es funktionieren würde überhaupt. Okay. Und ob das hier Schaden an den Sachen macht. Ach so, ja. Na dann, willst du Knopf drücken? Das ist cool. So, und jetzt müssen wir checken, ob das viel Damage gemacht hat an irgendwas. Es hat nur das Holz hier ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe das in den Bärenkopf reingemacht, damit man es nicht richtig sieht. Ach da, ja. Wie cool. Ja. Sehr gut. Es ist nichts kaputt. Na, alles, was ein bisschen Schaden gekriegt hat, ist hier nur die Wand. Nice. Finde ich gut. Und ich halt die Dinge selber. Mhm. Die muss ich dann immer wieder mal machen. Na, sollte ich vielleicht, dadurch, dass die ausgewechselt werden muss und sich verbraucht. Obwohl, wir können die auch reparieren, ne? Jo. Ja. Ich muss das Kabel noch einmal kurz gerade machen, weil das hebt hier ein bisschen ab. Das geht so nicht. Na, aber sonst funktioniert's. Super. Cool. Oh. Ich wollte wissen, ob ich das Zeitintervall noch einstellen konnte. Gut, dass du draußen warst. Nein, funktioniert nicht. Cool. Habe ich nicht Schaden bekommen? Nice. Gut. So. So. Hier, und dann brauchen wir nur noch eine vierte Sache. Müssen wir uns was überlegen. Gemein von Katze. Das war eine fiese Idee von ihm, das mit dieser Foltersache hier. Ja. Und wie schnell er das alles hingekriegt hat, ja. Unfassbar, ne? Wie schnell er das Scrap gefarmt hat. Das ist echt krass. Mensch. Schon eine fixe Katze, ja. Die Verkabelung. Tja. So. Bum, bum. Mach ich Franzi noch einen Stuhl dahin. Wenn Franzi Foltermethode ist. Dass sie sich da hinsetzen kann und. Nee, ich hab's übrigens auch Franzi sicher gebaut. Und zwei. Am besten. Machen wir ein. Workbench. Nein, für den Besucher. Und einen für Franzi. So. Okay.
Ups. Not damaged? Okay. Ne, bin fein, fein. Guck mal, jetzt macht sogar Leuchti. Da ist jetzt eine grüne Leuchte, wenn wir den Knopf wie drücken, dann leuchtet die während des Putzes. Was soll leuchten? Da oben links. Ach da, ich stand gerade hier hinten. Das sieht man von hier nicht. Das, falls wir mal... Ja, das ist... Damit wir von hier aus einen weiteren Punkt haben, um eine neue verkabeln zu können, falls wir die mal zu oft benutzen und sie kaputt gehen. Ja. Außerdem mag ich Knopfdruck leucht. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch eine vierte Sache. Irgendeine vierte Methode. Auf dem Lagerfeuer in unserem Teddykreis verbrennen. Ja, aber Feuer haben wir ja schon. Stimmt. Können wir ihn waterboarden? Das geht nicht, oder? ich wüsste nicht, wie. Ich glaube, so ein Pool, den wir hier reinstellen. Die Seele klauen? Was? Du könntest ihm doch die Seele klauen. Ja, aber darum geht es doch hier drin. Also wir... Ja, aber du könntest ihm die Seele klauen. Ach so. Genau. Nein, das möchte ich nicht. Kriegen der mechanischen Art. Ich weiß nicht. Erinnerst du dich noch an die Katzenklappe? Ja. Meinst du, sowas würde gehen? Theoretisch würde das gehen, aber dann müssten wir die dann immer laden. Ja, wir müssten halt, wenn jemand, also die müsste ja sowieso immer hier sein, müsste immer an der Wand hängen. Und wenn jemand hier reingeht und das halt auswürfelt, dann müssen wir halt Munition reinpacken. Na, was hältst du von dem Blutopfer? Was ist das Blutopfer? Also, dass wir alle mit Knochenmessern hingehen und ihn so lange pieksen, bis er tot ist. Ja, das können wir auch machen. Aber vielleicht passt das eher zu der Franzi-Methode, weißt du? Da müssen wir das ja eh irgendwann machen. Ja, dann können wir das da auch machen. Ja, ich glaube, das wäre praktischer. Dass Franzi so lange quält, bis die Person sagt, okay, ich bin jetzt bereit. Und dann stechen wir zu. Ich meine, helfen wir, die Seele vom Körper zu trennen. Ich finde das gut, wenn Franzi einfach die ganze Zeit sagt, dass man sie heiraten soll. Und wenn er ja sagt, stirbt er. Ja, sie kann ja einfach zwischendurch immer wieder fragen, ob man sie heiratet. Da hinten raucht was. Ja. Ist da was gedroppt? Ja, das ist ein Airdrop. Wir haben auch noch einen Airdrop. Ist das diese Granate mit dem Flugzeug dran? Genau. Ah, ja, die habe ich gestern gefunden. Ja, die ist oben in der Kiste. Wir sollten uns nicht fragen, was wir den Leuten tun können. Wir sollten uns fragen, was die Leute uns tun könnten. Weiß nicht. Was genau meinst du denn? Weiß ich leider nicht richtig. Okay. Ja gut, ja, irgendeine vierte Methode muss her.
Und was ist, wenn wir einfach sehr viele Bärenfallen hier auslegen? Also ich halt. Ich habe gerade jemanden vorgeschlagen, habe gesagt, das funktioniert nicht. Warum? Ach so, weil das. Sicher, dass es nicht funktioniert? Naja, wir müssten ihn, die Person dann in Bärenfallen reinbekommen. Und wir müssten die alle gleichzeitig aktivieren können. Und ich glaube, die kannst du nicht mit Strom ansteuern. Nee, aber... Also zum einen, die Personen, die hierher kommen, die wollen ja auch, dass ihre Seele vom Körper getrennt wird. Das machen die ja eigentlich freiwillig. Ich meine, bei dem Feuer zum Beispiel könnten die sich auch einfach hier hinten hinstellen. Da würde nichts passieren, weil das nicht bis hierhin reicht. Na, da komme ich dann und mach Peng. Okay. Ja, das könntest du ja in der Bärenfalle genauso machen. Das heißt, wenn jemand Bärenfalle ausrollt, müsste man halt ganz schnell irgendwie, keine Ahnung, 6, 8 Bärenfallen hier hinlegen. Die kann man ja vorbereiten, da in die Truhe packen. Und dann, weiß nicht, müsste man die Person halt zwingen, da reinzugehen. Ja. Weiß ich nicht. Was anderes fällt mir einfach nicht ein. Ansonsten, ja, Stacheldraht oder irgendwas. Keine Ahnung, aber... Könnte man theoretisch sagen, wenn sich jetzt eine Person hier reinstellt, dass wir Stacheldraht hier herumziehen? Nee, oder? Ich glaube nicht, der ist zu groß, ne? Stacheldraht können wir gar nicht von Dingen verlegen. Wir können nur diese großen... ja, diese Riesendinger da, meine ich. Diese großen Holzspikes und sowas auf den Boden legen. Ach so. Aber es gab dass doch er dann nicht diese... da durchlaufen muss. Warte mal, ich guck mal, ob man die da hinlegen kann. Ich glaube, die sind zu groß. Achso, du meinst die auf dem Boden. Ja, die gibt's ja auch noch. Es gab doch noch so anderen Stacheldraht. Nein. Es geht nur auf dem Boden. Ich könnte nur eine Panzersperre hinstellen. Meine Idee ist noch gekommen, nicht gut finden. Was hältst du von Steinigen? Oh Gott. Ich fällt gerade auf, ich kann nicht gleichzeitig reden und malen. Steinigen klingt sehr fies, ja. Also ganz viele von diesen Steinis nehmen und ihn dann von draußen totwerfen? Von draußen geht aber, glaube ich, nicht, ne? Also wir können von hier nicht reinwerfen. Ist das so? Ich meine schon. Stimmt. Dann müssten wir das da hier zu einem Garagentor machen. Und das ist doof. Ja. Ich guck noch mal in die Trees oben. Miau. Ich bin gleich wieder da. Jo. Also wenn man einfach... Vielleicht könnte man sowas wie rotes Licht, grünes Licht machen. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel nicht dauerhaft an. Wie so ein kleines Minispiel. Und dann einfach erschießen halt. Ich dachte echt, es gab noch andere Stacheldraht. Na, das Ding gab's noch. Das sind nur Waffen.
Autozeugs. Die wie? Ja. Ja. Wo ist die wie? Bist du oben? Hier. Ah ja, ich hab noch was für dich. Der nächste Kopf. Was ist das? Nee, nicht ganz. Hallo. Das wurde mir gegeben für dich. Für mich? Ja, das ist auf der letzten Insel auch schon ein paar Mal passiert. Sieht gut aus. Ei. Tja, verdammt, wir brauchen eine vierte Foltermethode. Balui. Das geht ja nicht. Ja, mehr dich schon. Mir sagt eine Stimme in meinem Kopf, dass du scheinbar so nervig bist, Items, dass du das doch vielleicht einfach machen könntest. Ja. Oh, das ist eine extrem gute Musik. Ja. Entschuldigung. Und 15 andere ganz kreative Stimmen sagen die ganze Zeit, ha, Balui, ha, ha, ha. Ja, sagen bei mir auch viele Stimmen. Ja. Ich fände so ein Türmchen immer noch am praktischsten, so ein Turret oder so. Aua, was für... Es funktioniert! Gut. Das war ein Unfall. Ja, okay. Das heißt, ups, war das wieder notwendig? Na, wir wissen jetzt, dass es funktioniert. Ach komm, Unterschied. Also ich finde Items nicht nervig. Ich weiß nicht, warum ihr solche Sachen sagt. So nass machen, dass er friert. Ah, hier funktioniert das leider nicht. Nee. Müsste man ins Eis gehen. Das Eisgebiet. Die ist gut versteckt, oder? Ja. Super. Mein Wein. Okay. Ja, eins, das ist schon nicht sehr nett von dir, ne? Sowas sagt man nicht, weil wir sind befreundet und so, und wäre cool, wenn du nicht so über ihn hier so reden würdest. Ein Counter, der einfach runterzählt und dann erschießen, ist auch irgendwie langweilig. Ah, mal gucken. Und hier war ein Gag. Was hältst du von der Methode,
wo wir die Person unten dann die ganze Zeit mit Wasserpistolen abschießen, bis sie leer sind. Und dann machen wir einen Pott. Ja, Wasserpistolen sind auch gut. Ja, ja. So eine Shotgun Trap wäre halt auch cool. Aber ja, da müssen wir halt das ganze Zeug haben. Und das geht halt super schnell. Ist halt auch das Problem. Hab ich gar nicht. Also da ist dann halt, ab dem Moment, wo man halt die Munition einfüllt, ist halt keine Sekunde mehr Zeit zum, zum Reagieren. Kannst du halt kein RP mehr machen. Dann ist halt bumm tot. Ich glaube, Wasserpistolen wären ganz gut. Und dann... Katzi? Guck mal, was ist, wenn wir die ganze Zeit mit Wasserpistolen schießen? Und dann? Gurke. Das ist eine gute Idee. Eine Gurke-Idee? Danke. Eine Gurke-Idee. Oh, die funktioniert. Oh. Ja, die funktioniert. Hi! Ich wollte auch nicht stören, es tut mir wirklich leid. Ich gehe wieder Möchtest runter. Du mal mit meiner Gurke spielen? Guck mal. Funktioniert ja auch zweimal? Nee, nur einmal. Ihr dürft so tolle Sachen sagen. Wenn ich das sage, werde ich gebannt. Oh. Ja, das ist ein Problem. Ja. Okay. Gurken und Wasserpistolen, das klingt doch gut. Also Wasserpistolen machen. Yep. Die wie Gurke ist wild, ja. 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 Das ist doch ganz lustig. Wer hat da eine Katze drauf gemalt? Wer weiß. Das ist ja wohl logisch. Wieso würde ich nie eine Katze malen? Das muss die andere gewesen sein. Ich habe extra 3 in anderen Farbis genommen, die nicht so strahlen. Mhm. Achso, die großen, nicht die kleinen. Gut. Ja, ich habe die großen gemacht. Okay. Ja, schön. Muss ich da jetzt nur noch ein Wassersymbol hinmalen. Aber dann habe ich 2 blaue Symbole. Das triggert mich. Das geht nicht. Ich muss den Blitz ummalen. Ja, deswegen hat das Orange mit der Katze so gut gepasst. Tja. Du kannst die Katze auch lassen. Katzen mögen das auch nicht. Ja, okay. Machen wir so. Gut. Dann ist es auch geheimnisvoller, als wenn ich da eine Gurke drauf male. Ja. Und dann stehen da 3 Leute mit Wasserpistolen und er meint so, haha, das macht gar nichts. Dann bekommt er eine Gurke. Oh ja. Haben wir hier noch... Wir könnten hier so einen Countdown hinhängen.
Nein, ich glaube, das wäre zu viel. Das wäre schon cool. Bevor der sitzt mit mir in der Zelle, will wissen, wie lange er noch braucht und sieht plötzlich auf dem Counter noch eine Stunde. Scheiße. Ach so, ja, Katze hatte da die Idee. Katze hatte, soll ich den hier verkabeln? Katze hatte die Idee, dass du einfach fragst, ob die Person dich heiraten will. Und sobald die Person ja sagt, stichst du zu. Oh, geil, ja. Mhm. Was ist, wenn sie nein sagt? Dann machst du weiter. Dann fragst du lang weiter, bis sie ja sagt. Das ist ja der nervige Teil. Oh, stimmt, das ist total genial. Katzen haben nicht nur Angst vor Wasser, sondern auch vor Gurken. Ja. Wow. Ich mag Gurkensalat. Ich habe mir extra so ein komisches Home-Shopping-Ding gekauft, damit ich besser Gurkenscheiben machen kann. Du guckst Home-Shopping? Nee, aber ich kannte das noch von... Warum leuchtet sie rot? Es leuchtet rot? Irgendwie hat es rot geleuchtet. Oder es war dein Blut, das mir ins Gesicht gespritzt ist. Ich bin mir nicht sicher. Der Airdrop ist da hinten immer noch. Das war, glaube ich, das. Na so, wie machen wir das denn mit den Larvi von den Menschen? Die müssen ja hier in der Umgebung dann auch Schlafi, oder nicht? Meinst du? Weil, also die wohnen ja alle hier um die Ecke, oder? Oh, stimmt. Also eigentlich sollten die ja alle nicht so weit weg wohnen. Ansonsten packen wir den halt irgendwie einen Schlafsack irgendwo hin. Ich find's gut. Also, da fällt mir ein. Nur damit ihr das wisst. Wir haben oben, wo, da. Ich guck, dass ich vielleicht noch Schilder mache dafür. Aber wir haben hier rechts die Hauptstromsicherung für alles. Bedeutet, wenn die aus ist hier, dann kommt, dann ist nicht alles aus. Und wenn der hier nicht an ist, dann geht der Knopf unten nicht. Ich würde das hier auslassen, solange bis wir es brauchen, bis jemand am Rad dreht. Mhm. Einfach damit nicht jeder, der reinkommt und den Knopf drückt, unsere Ding kaputt machen kann. Mhm. Okay. Ja. Soll ich euch das noch markieren, dass das hier für Brutzel ist? Ich brauche das nicht nie. Ich glaube mir das auch mehr. Du kannst dich ein. Okay, fein, fein. Okay. Muss ich nur gucken, wenn man von hier... Nee, kommt man nicht dran. Okay, man kommt nicht an die Truhe. Da muss doch kein Schloss hin. Ich geh kurz nab. Ja. Okay, meine gut. Taschenlampe ist weg. Glaube... Einer von euch hat meine Taschenlampe geklaut. Ich hab die nicht, nee. Katzi. Ich hab nur meine. Die muss ja noch liegen. Ich nicht. Aus dem Fenster gefallen vielleicht? Die Femitonen sind super. Geht das? Oh, war die vierte jetzt fix? Theoretisch. Ja, ist doch cool, natürlich, klar. Meine haben theoretisch. Machen wir eine neue. Wenn jemand die Katze dreht, also wenn jemand, das Feuer dreht, wird der Olaf hier hingestellt und... So, und wenn er sich hier hinstellt, dann wird er so lange penetriert von uns, bis er sich hier vorne hinstellt. Und langsam verbrennt. So, wenn er Frosch dreht, wird er eingesperrt mit Franzi. Stellen wir ihn in den Stuhl hin. Franzi darf sich Instrumente aussuchen und dann darf sie nerven. Und zwischendurch fragt sie vielleicht, ob man sie heiraten will. Und wenn sie Nein sagen, dann macht sie halt weiter. So, Blitzi ist klar. Und Katze ist dann halt, ja. Ja. Mit Wasserpistolen bespritzen und dann holen wir unsere Gurke raus. Ach genau, Munition wollte ich noch holen. Das war's. Das sind 4 Foltermethoden, mit der wir die, beziehungsweise, wir dürfen es ja nicht Foltermethoden nennen, 4
Rituale, wie man die Seele vom Körper trennt. Oh, das ist andere Munition, ne? Ist gar keine Pistole oder was? Wird das als kleine Shotgun gedingselt? Warte mal. Ah, okay. Alles klar. Ich dachte, das wäre eine normale Pistole. Ups. Hä, warum ist denn jetzt hier eine Axt drin? So. Die gewinnt? Hä? Was? Was? Hab ich gerade meine Axt da reingepackt? Warum hab ich meine Axt da reingepackt? Wir haben keine andere Muni mehr. Jetzt fragen, kommt das eine gute Idee? Hier war das nicht mit drin, ne? Ich glaube, das ist im Zweier. Das ist alles. Das wäre halt auch lustig gewesen, so Landminen da drin auszulegen. Aber ich habe das schon mal gemacht und ich weiß, dass das der Einrichtung nicht gut tut. Ist die vielleicht gar nicht hier drin? Sondern, ja. Stones in Gunpowder. Boah, wo habe ich das ganze Gunpowder gestern hingelegt? Hier haben wir, glaube ich, keine Steine. Doch. Ja, das reicht ja. Gut. Schön. Mal gucken. Noch so eine Nebelmaschine machen. Metallfragmente. Oh, 30 Low-Grade-Fuel, Alter. Damit man da unten so ein bisschen die Stimmung machen kann. Nee. Ich wollte das hier reinpacken. Gut. Der Mario schläft aber heute lange. Gut.
Für mehr Nebelspaß. Alright. Ich bin mir sicher, es geht ihm gut. Kann man hier tanzen? Tatsächlich. Ach nee, das ist friendly. Ich kann nicht tanzen. Sieht so weird aus. Ich glaube, wir sind dann fertig mit dem Innending. Würde ich mal sagen. Ja, oder? Ich weiß nicht, ob man noch irgendwas... Also hier drin kann man ja eh nicht viel machen. Vielleicht das Bild fürs heutige Thumbnail? Nice. Warte mal, nee. Warte. Aua. Besser? Ist die gescreenshottet? Na, falls du noch mehr... Leuchti haben willst. So. Mach dir die Thumbnail-Screenshots, wie sie dir passen. Okay. Schön. Ja, so langsam auf zum Kunden. Was wir aber auch machen sollten, oder was ich machen sollte, ist so langsam mal was Kleines essen. Ich setze mich mal wieder hier hin. Für Items beobachten. Ich muss mir mal was zu essen organisieren, Chat. Ich habe heute noch nichts gegessen. Dödel. So. Someone just think. Dankeschön. Ich danke dir für die 4 Monate. Danke. Ja, jetzt können wir gleich, glaube ich, ins RP gehen. Wir können draußen am Haus halt ansonsten noch kurz was machen. Ich würde halt immer noch super gerne diesen einen Banner eigentlich aufhängen. Aber, ja. Weil man muss ja irgendwie die Leute auch hier anlocken. Dass man hier überhaupt hinkommt. Ne? Wir haben ja natürlich Leute, die wir dann selber abholen quasi. Aber es wäre natürlich auch ganz gut, wenn ab und zu mal Leute so vorbeikommen und sich denken, oh, cool. Ja, der Banner wäre cool. Ja. So, nicht wundern, dass ich gerade jetzt einfach mal kurz nur hier sitze. Wie gesagt, ich will gerade mal eben schauen wegen... Nomsi!
Ich habe es nicht geschafft zu kochen. Ich hasse mich dafür. Ich hasse mich dafür, dass ich nicht gekocht habe. Oh. Und morgen wird auch so knapp, weil ich morgen ja so früh anfange zu streamen. Das heißt, morgen werde ich bestimmt auch nicht kochen. Aber dann Mittwoch wieder. Okay. Ich fühle mich angeleuchtet. So, was ist die Dividenden? Jetzt ist es der Darkroom, ja. Alle? Gut, sieht man von hier nicht so gut. Perfekt. Kann man die nicht von vorne irgendwie tanzen sehen? Ja, das macht nicht so viel Licht. Wir wollen Items ja tanzen sehen. Du bist fertig mit Tanzen. Okay. Nomsi, Nomsi, Nomsi. Wir brauchen Menschen für den Käfig. Ja. Was für Menschen suchen wir? Große, kleine, mittelgroße? Männchen, Weibchen, divers? Was brauchen wir? Also am besten, naja. Menschen, die ihre Seele reinwaschen wollen oder eben besonderen Wert darauf legen, ihre Seele vom Körper zu trennen, um sie bei sich zu Hause zu haben für schlechte Zeiten. Zum Beispiel für eine Wiedergeburt auf die nächste Insel oder so. Also damit die sicherer sind. Ja, natürlich. Wir wollen ja natürlich nur Gutes. So einen Seelenwaschgang sollte man machen. Dass der Würfel da vorne die Flugschule war? Oh. Der Quark hat da vorne jetzt eine Flugschule gebaut. Ach so. Und als er mir das erzählt hat, habe ich gesagt, dass wir mit unseren Dienstleistungen eventuell seinen Kunden helfen könnten. Weil wenn die ja noch nicht fliegen können, dann können die ja eine Versicherung für ihre Seele bestimmt gut brauchen. Das stimmt, ja. Man möchte ja auch nicht, dass die Seele aus dem Flugzeug fällt, wenn man da oben so rumfliegt. Genau. Ganz genau. Hm.
Glaubst du, der Frosch hat jemanden, den er opfern will? Doch, bestimmt. Der Frosch könnte einfach zu jedem hingehen und sagen, hey, willst du mit mir mitkommen, mich opfern? Und jeder würde mitkommen. Und dann muss sie den Spieß nur noch irgendwie umdrehen. Ja, da können wir dir auch opfern. Das ist ja okay. Ja, das wäre jetzt nicht das erste Mal, ne? Ja, man muss aber auch sagen, die brutzeln wirklich gut. Ja. Warum eigentlich Frosch? Ich weiß es auch nicht. Ich wüsste es auch gern. Ah, Knoblauchbrot oder kein Knoblauchbrot? Oh, ich habe ja gar keine Taschenlampe mehr. Ja, schon Knoblauchbrot. Ich hole eben eine. Knoblauchbrot. Okay, I'm ready. Gerade Essen bestellen, aber es ist Montag. Ich dachte, es wäre Dienstag. Oh, Montag geht das bei euch nicht? Ich hoffe, das geht jetzt hier. Tap, tap. Tap, tap. Mhm. Freue ich mich aufs Essen. Mein Wein. Sollen wir mal Gassi gehen und nach Leuten suchen? Sekunde, gib mir mal kurz eine Minute, um das Feuer zu genießen. Ja, okay. Ja, ja, danke. Okay. So, eine halbe Stunde bis Stunde ist es da. Oh, geil. Bei Nummer 5 will ich nicht bestellen. Ey, wenn ich mir vorstelle, ich hätte nur 5 Lieferdienste, das schon echt krass. Ich bin echt froh, dass ich hier 40, 50 Lieferdienste habe, die dann auch noch bis, keine Ahnung, 2 Uhr, 4 Uhr geöffnet haben. Das ist schon... Wir machen alles Pizzerien, ne? Oh. So. Okay. Oh, ich muss nur mal noch einen Schluck trinken. Und noch meine Tabletskis nehmen. Dann. Dum, dum, dum. So. Liefern die auch zu Rippchen? Natürlich, die liefern einfach quer durch Deutschland. Hä? Also Rippchen hat gerade erklärt, dass bei ihm nur 5 Lieferdienste haben. Also 5 Lieferdienste geöffnet haben. Ich erkläre gerade, dass bei mir 40, 50 Lieferdienste offen haben. Nicht, dass der Arme verhungert. Hä? Du, ich glaube, der Rippchen ist schon ein großer, eigenständiger Mann, der alleine essen kann. Und ich wüsste auch nicht, was das mit mir zu tun hat. Hä? Hallo, ist jemand zu Hause? Oh nein. Hallo. Hallo. Hi. Bin ich hier richtig bei den Seelensammlern, ja, ne? Das ist richtig, ja. Ja, das hat die Katze erzählt. Oh, und zwar wollte ich fragen, ob er auch Praktikumsplätze vergibt. Oh, das kann man bestimmt einrichten. Das wäre cool, natürlich. Bisschen Hilfe können wir gebrauchen, gerade beim Start. Ja, würde mich mal interessieren. Und du bist ja auch eine Fee und so. Reingucken ist bestimmt interessant. Ja. Ja, ich bin Holla, die helfende Fee. Das wäre super. Aber schön hier eingerichtet. Ja, ich kann dir gerne mal kurz erklären. Die Leute wissen von mir, dass ich helfe und die vertrauen mir auch alle. Das ist gut, das gefällt mir.
Ich kann dir gerne kurz erklären, wie unser Business aufgebaut ist, wenn du magst. Und dann kannst du entscheiden, ob du ein Praktikum machen magst. Ja, gerne. Okay, also kommen wir kurz zu unserer Firmenphilosophie. Die ist recht einfach. Das ist Schritt 1, Seelen sammeln. Schritt 2, arbeiten wir noch dran. Und Schritt 3 ist natürlich Profit. Das ist sehr wichtig. Hier wäre so unsere kleine Beratungsstelle. Beachten Sie einfach nicht die Teddybären. Die sind also... Das gehört zur Familie. Die sind süß. Ja. Ja, wichtig ist ja, manche Leute wollen ja eben eine reine Seele haben. Und manchmal wird so eine Seele aber auch ziemlich schmutzig. Mhm. Und deswegen muss man die ab und zu halt auch mal waschen. Dafür muss man die Seele vom Körper kurz trennen. Und wir würden diese Seele dann eben einmal waschen und dann natürlich wieder zurückgeben, ist ja klar. Und, also wie ein Waschsalon für Seelen. Ja, quasi. Und alles Schmutzige, was man mal so gemacht oder erlebt hat, bleibt dann halt weg. Und das Praktische ist, dass wir Seelen halt in Form von Gegenständen auch wieder aushändigen. Das heißt, man kann die dann auch gut speichern, falls wir mal wieder von dieser Insel hier runter müssen und woanders hin müssen. Ist die halt gespeichert. Das ist ganz praktisch. Ja, das ist praktisch. Ja. Wir haben auch immer eine Sicherheitskopie von der Seele. Da gehen auch keine Seelen verloren? So? Nee. Wir haben immer eine Sicherheitskopie auch. Wenn der Kunde seine Seele verliert, kann er sich hier, ne? Also, das ist ganz praktisch. Jetzt kommt halt der kleine Knackpunkt. Das heißt, man könnte die auch verkaufen? Ja, aber was will man mit einer anderen Seele? Puh, ich weiß nicht. Könnte man theoretisch, das ist eine gute Idee, wirklich, ja. Ich sehe das Engagement, aber bis jetzt haben wir nicht geplant, die zu verkaufen. Die Sache hat schon einen anderen Haken. Ja, vielleicht ist es hier Step 2 oder so. Ach so, ja. Ja, der Profit. Das könnte der Profit sein. Ja, vielleicht, ja, ja. Also, wir müssen halt für den Waschgang müssen wir natürlich einmal die Seele kurz vom Körper trennen. Deswegen gibt es dieses kleine Gebilde. Ja, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten, haben wir hier halt vier verschiedene Seelenspeichermethoden. Waschgänge. Sagen wir Waschgänge. Und ja. Mietzekette, Froschfrau und Feuer und Blitz. Genau. Richtig. Sind doch eigentlich ganz süße Sachen. Okay. Ja. Ja, und das war's eigentlich schon. Danach kann der Kunde seine Seele in Form eines Gegenstandes, je nachdem wie viel die Seele halt wert war, kommt da so ein Gegenstand raus und kann er mitnehmen und dann geht's nach Hause mit einer frisch gewaschenen Seele. Mhm. Ja. Ja, das hört sich super an. Ja. Das finden wir auch. Ja, also wenn ihr da also Hilfe braucht, dann würde ich da gerne mein Praktikum vielleicht bei euch machen. Ja, sehr gerne. Also im Moment müssen wir natürlich so, erstmal so Kundschaft gewinnen. Praktikum oder so? Mhm. Ja, was haltet ihr davon, Team? Ja, klar. Am besten gehst du einmal kurz ins oberste Stockwerk und fragst Mario. Der muss das auch mitentscheiden, hier oben. Frag einfach Mario, was er dazu sagt. Hallo Mario. Ich soll dich fragen, ob ich hier ein Praktikum machen darf. Was ich so näher komme, ja, Moment. Aha. Ja, okay. Ja, geht für ihn in Ordnung. Oh, okay. Ja, gut, dann. Das ist ja fein. Oh, da ist ein Bär. Oh, geht der gerade in die Flugschule? Ja, schieß auf. Oh, ich hoffe, das stört Mayo nicht. Ja, du musst... Genau, ja, ich glaube schon. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber das ist schon viel. Mann, klein mir das mal geben, ne? Der arme Bär will doch nur in die Flugschule gehen. Und weg. Ja, der wollte fliegen lernen. Ja. Noch ist er nicht out of range. Kaputt. Kaputt, yep. Macht ihr denn jetzt einen Teddybär draus? Ja.
sind die mich losrennen. Na, okay. Ja, also wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Kundschaft gewinnen. Und dann würde ich mich selber so ein Praktikumsding freuen. Ja, gerne. Einfach Bescheid sagen. Ich wohne ja direkt da unten. Ja, das habe ich gestern schon gesehen. Schönes Haus, sehr schönes Haus, ja. Ja. Ja, ist sehr eckig. Praktisch. Ich mag übrigens Raketen. Guck mal. Ja, Raketen sind toll. Das ist eine riesig tolle Rakete. Sind das zwei Antriebswerke? Ja. Oh, das ist, kennst du dich auch mit Raketen aus? Ein klein wenig, ja. Ich glaube, ich mag dich. Ich glaube, wir also könnten so alle Freunde werden. Ja, okay. Also mein Plan war ja, erst habe ich ein Pferd, dann habe ich ein Auto, dann habe ich einen Helikopter, dann hole ich mir eine Rakete und dann verlasse ich diese Insel und diesen Planeten. Oh ja, wenn du so eine Rakete findest, könntest du vielleicht wirklich die Insel verlassen. Die müsste aber groß sein, damit wir da alle reinpassen. Also du und ich, mein anderes Ich und das andere Ich. Oh, cool, Pferde. Was? Du hast nichts gesehen. Ja. Die sind wichtig. Wir werden da schon alle reinpassen. Oh. Warum stehst du auf der Kuh? Mit dieser habt ihr Kühe. Weil die Milch geben. Lauschigen Rücken. Was? Papa. Glaubt die Milch schmeckt von den Kühen? Glaub schon, weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Die Äpfel sind auch eine Delikatesse. Sehr praktisches Tier. Gibt Milch, gibt Apfel. Sehr gut. Ich hab noch ein paar von denen, soll ich die vorbeibringen? Ich glaube, wir haben genug. Ja, okay. Ja. Hallo, Froschfrau. Mann, bist du eigentlich die Bären? Ja, jetzt. Was ist los mit der Froschfrau? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie ist einsam. Seht ihr es richtig? Du hast ganz viele blaue angebaut, aber keine roten. Nicht ein einziges rotes. Arme Froschfrau. Ich habe auch rote, die sind aber in der Kiste. Jetzt kriegt sie Ärger von der Katze. Rot und blau sind die wichtigsten gerade, ne? Oh nein. Ja, und weiß und gelb. Und hast du schon irgendwo hier Praktikum gemacht? Und weiß und gelb. Ich brauche nochmal eine Taschenlampe. Ich habe gestern Praktikum bei Rust Coast Customs gemacht und habe Holz gefällt und habe gelernt, wie man schießt und Autos repariert. Ja, das klingt doch gut. Ja, das will ich nicht drüber reden. Ja, das war ganz gut. Ja, ist ja fast das gleiche wie bei uns. Wir reparieren ja auch Sachen. Ja, mach das. Ja. Und im Restaurant bin ich vielleicht noch und beim Sherlock-Card. Und ich versuche jetzt noch fliegen zu lernen. Mal gucken, ob das heute noch vielleicht klappt. Und dann will ich einen Helikopter haben, weil dann danach kommt ja erst die Rakete. Ja, das klingt gut. Boah, sag mir Bescheid, wenn du eine echt riesige Rakete hast. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich eine echte riesige Rakete habe. Wow, da würde ich mich so drüber freuen. Ja. Okay, super, dann klasse. Können wir alle hier weg. Ja. Hast du gehört, Katze, wir fliegen bald mit Hollas Rakete weg. Die hat zwei riesige Antriebswerke. Oh. Ist sie rot? Wir können sie rot anmalen. Dann ist sie schneller. Ja, ich weiß nicht, ob ich rote Rakete spielen will. Nee, nicht spielen. Wir fliegen damit. Ach so. Was ist mit dieser Scheiße los? Okay. Und wo fliegen wir dann hin? Auf einen anderen Planeten. Vielleicht kommen wir wieder dahin, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich dich angefüttert habe. Oh. Das wird toll, wie es dem Haus wohl geht. Ja. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, hat das gegen das Wasser gekämpft. Vielleicht musste die Insel auch einfach nur mal gewaschen werden. Hallo, Mafia-Boss. Kann sein. Ja. Das ist zu groß.
Richtig? Ich habe versucht, das ganz nach oben zu hängen, aber es ist zu groß. Ich wollte das hier draußen an so ein Türmchen hängen. Aber keine Chance. Müsste man noch mal wirklich was, groß. Ja, da müsste man noch mal was hochbauen, damit das da halten würde. Und das ist ja doof irgendwie. Oder vors Fenster. Nee, das geht leider auch nicht. Das reicht auch nicht. Ja. Okay. Die einzige Idee, die ich hätte, wäre so ein Dreieck auf ein Türmchen zu bauen und auf dem Dreieck dann das Ding zu bappen. Na, aber ich glaube, das ist wirklich, das ist, glaube ich, 3 Stories oder 4 Stories hoch. Okay. Ich dachte 2. Also 3 insgesamt. Kann ich das hier problemlos also, hinhängen. Also 2. Stockwerk, meine ich. Also 3 wären das dann. Na, insgesamt. Also ich glaube, wenn wir da oben noch ein Ding dran machen, könnte es passen. Ich könnte es mal probieren. Wo ist eigentlich das Pferd von der Froschfrau? Das ist braun, ne? Das war, glaube ich, gar nicht ihrs, oder? Er ist tot, gestorben, geklaut. Was? Oh, okay. Aber, oh nein. Mein Pferd hat ein Date mit ihrem Pferd. Oh. Die haben sich sehr gut verstanden. Warum hat das tut mir leid. Das kann ich meinem Pferd nicht sagen. Dann zerbricht es meinem Pferd das Herz. No. Froschfrau, wo ist dein Pferd? Wie geklaut? Das wurde geklaut. Das wurde mir weggenommen. Warum geklaut? Warum? Weiß ich nicht. Die Person ist halt direkt weggegangen. Weißt du. Aber weißt du, wie es hieß? Nee. Wie? Nee. Nee. Ja, warum nicht? Ja, aber es ging alles so schnell. Das ist wirklich zu groß. Da müssten wir, glaube ich, mindestens noch eine komplette Wand dranhängen. Ja, warte mal. Was ich meine also ist... wenn ich es jetzt hier nach oben bringe... Wie soll ich das jetzt meinem Pferd erzählen? Was ich meine ist, wenn wir jetzt nochmal so ein... hier... Warte, aber wo das Türmchen ist. Bacardi ist auch ein Lieber. Geht das hier nicht, quasi? Also ist das noch nicht hoch genug, dieses Ding? Nee. Der sieht aus wie eine Kuh. Okay. Nee, dadurch, dass es schräg Hallo? Ist, nicht. Nee, ja. Ich meine, genau, wenn wir hier, wenn wir da ein Dreieck draufbauen, als Wandeimer hoch, weißt du? Genau vor dem Dach. Also, das können wir nicht wegen dem Dach. Da geht keine Wand dran? Auf der Mauer kannst du keine weitere Mauer mehr bauen, wenn was draufsteht. Und ein Dach zählt als was draufstehend. Ach so, ich dachte, da können wir trotzdem eine Wand ranbappen. Okay, ja gut, das ist doof. Das Einzige, was als Workaround gehen würde, Moment. Diese random Schüsse. Mann. Hast du schon eine Idee, wo man Kunden herbekommen könnte? Du könntest allen, bei denen du noch ein Praktikum machst, Bescheid sagen, dass wir eine Seelenwaschanlage sind. Und wir hier die Seele waschen. Ja, man könnte allgemein einfach überall oder im Radio Werbung machen. Oh ja, das klingt Radio auch gut. Macht Werbung. Das ja. Ja, das klingt auch super. Also das ginge? Mhm. Und ja. Im Restaurant könnte man Werbung machen, das macht in 2 Tagen auf. Mhm, das klingt gut, ja. Plakat ja. Oder so? Ja. Im Gemeinschaftszentrum, da wo die Automaten stehen? Ja, da war ich auch gestern kurz. Ja, ja. Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass die Leute sich denken, Seelen waschen, wie, was, warum soll meine Seele gewaschen werden? Ist die etwas schmutzig? Und dann denke ich mir so, ja, schon. Also bei den meisten hier ist die Seele, glaube ich, sehr schmutzig. Ja. Ja, die sind alle nicht so nett. Hm.
Ja, und wenn du hier ein Praktikum hast, kriegst du auch für free einen Seelenwaschgang. Viele Leute verlegen auch ihre Kabel ganz schräg. Ah, super. Mhm. Habt ihr das alle auch schon gemacht? Die Froschfrau schon? Wir noch nicht. Die Froschfrau schon? Das Problem ist, dass wir uns jeden Tag die Seele wieder dreckig machen. Deswegen waschen wir uns jetzt nicht so oft. Ja, okay, das lohnt sich nicht. Nee, das lohnt sich echt nicht. Oh, Gold. Baut dein Schild. Mhm. Sieht so unscheinbar von außen aus. Ja, nicht so groß. Hm. Doma, 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 Doma. Oh, ihr könntet auch noch Flyer verteilen mit dem Kundenverdienst hier, dem Kurier, Pegasus. Ah, Pegasus, ja, stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Ja, stimmt. Da kann man Zettel verteilen. Mhm. Ja. Das wäre noch eine Idee. Mhm, ich sollte Marketing-Experte werden. Ja. Finde ich gut. Bist guter Praktikant. Praktikantin. Praktikantus. Holla-Fee. Praktizierende. Praktifee. Fee. Ja. Telefonnummer, ja, aber da ruft eh keiner an. Holla, die helfende Fee. Mhm. Ich mag Feen. Wir mögen alle Feen. Ja, ja. Ja, ja, wir alle. Heute ist ganz ruhig in meinem Kopf. Ja, Feen sind fein. Nicht mehr so laut wie beim letzten Mal, als der Priester da war an der Tankstelle. Wir dürfen nur nicht drüber reden, sonst kommen sie wieder. Ui! Mhm. Es sieht etwas weird aus, aber Es sieht sehr weird aus. Ja. Es ist auch sehr schlecht zu spielen. Ja. Ja, das ist Overkill. Ja, ja, ja. Es sieht wirklich, ja. Schade. Echt schade, dass es da keine andere Möglichkeit gibt. Ansonsten müsste man dieses Standding machen, aber das ist leider immer schief. Weißt du, was ich meine? Das, was auf dem Boden steht. Das ist ja auch schief. Wenn es auf dem Boden steht, ist es immer schief. Why? Ja, aber ich glaube auch, das ist zu sehr Overkill. Schadi. Aber danke fürs Versuchen. Könnt ihr nochmal versuchen? Nein, nein. Warten das nochmal. Also, was mir gerade einfällt. Der Flugplatz ist noch nicht offen, oder? Nee, ich glaube nicht. Bitte was? Von hier aus müsste ich treffen. Getroffen. Metal Fragments und Cloth. Ne, ich kann jetzt selber Kajak und Paddel machen, dann muss ich mir wohl nochmal einen Helikopter kaufen selber. Wir brauchen nur das Skript dafür. Ich hab gesehen, dass du auf den Bogen gewechselt hast. Und dann muss ich weiter als 10 Meter fliegen, ohne dabei zu explodieren. Das klingt nach einem guten Plan. Das habe ich auch noch nicht gelernt. Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach. Aber gut, dann komme ich später vielleicht wieder. Vielleicht finde ich ja Kunden unterwegs und ich sammle noch ein bisschen Scrap. Ja, das wäre lieb. Erzählen Sie ruhig den Kunden von uns, den potenziellen neuen. Ja, schönen ja. Tag! Ebenso. Wiedersehen. Gold. Okay. Gucke ich halt mal mit dem anderen Banner. Wood, Fragments, Cloth. Maus. Fragments, close. Njap, 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 njap. Geht euch gut, Chat? Alles cool bei euch? Schokopudding, das klingt sehr gut.
Mousse. Hm. Habe ich auch noch da. Du überlegst, was du isst. Ich freue mich auch gleich echt sehr aufs Essen. Ich bin sehr hungrig. Ja. Gefüllte Paprika. Wollte ich mir auch noch machen die Woche. Deine Seele könnte mal gewaschen werden. Gerne. Ja. Wir brauchen immer noch Menschen. Hm. Ja, wir haben ja gerade ein paar Ideen bekommen. Wir könnten im Radio Werbung machen. Wir könnten Plakate aushändigen. Den Kurier befragen, ob die vielleicht, ja, so Dinge machen wollen. Mhm. Verstehe. Oder halt, wir gehen direkt zu den Leuten und fragen. Radio tapsen? Ist für mich gerade etwas schwierig. Also wir können, also ja, können wir gleich mal kurz gucken. Ja, das Ding ist halt immer schief, wenn man das hinstellt. Das ist halt so kacke. Das klingt sehr verwirrend. Was denn? Nein, sie froschjammert. Ich weiß nicht warum. Hä? Ich höre das gar nicht. Oh. Du weißt, dass während du eine Blutung hast, du nicht dagegen heilen kannst, weil das instant weggenommen wird, sobald du Damage bekommst? Mit wem redest du? Na, von Frosch. Hä? Aber sie sagt doch gar nichts. Doch, die hat was gesagt. Immer noch? Oh, ich höre nichts. Nein, nein, jetzt gerade redet sie nicht mehr. Sie ist weggelaufen. Okay. Mhm. Hä, kann es sein, dass irgendwie zwischen euch zu Ende. Ja, aber das ist mir vorhin auch schon mehrmals aufgefallen, dass ich manche Sachen, also dass ich manchmal Sachen nicht höre, irgendwie Gefühl. Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Komisch. Was ist der Sahneersatz noch gut? Was? Ach so. Ich glaube, Win glaubt dir einfach nicht, dass du schon erwachsen bist. Ja. Jetzt gibt es stimmt dich nicht. Ja. Ja, verdient. Gar nicht. Doch. So. Du hast angefangen. Genau, ich wollte einmal gucken, ob ich jetzt noch. Na, jetzt mein Bauplan wieder weg. Extra da unten hingelegt. Damit man da unten immer was hat. Nicht jedes Mal hier oben herholen muss. Ja. Wenn man jetzt hiermit. Oh, das ist halt übelst hoch, ne? Hm. Das wäre das Einzige, was mir so einfallen würde, wie es ja, wie es irgendwie geht. Es klingt halt immer so lustig. Der Arme verhungert doch, wenn er keine Lieferdienste von mir, von dir bekommt. So, hä? Ist dann dein Essen noch gut? Hier geht es nicht drauf. Hä? Oh, das geht nur auf dem. Du kannst es nicht da drauf stellen. Wow. Ich würde das lieber einfach mal kurz 200 € Essen bestellen.
Man kann es nicht hier draufstellen. Aha. Ey, also dieses Ding ist halt echt... Hier könnte es einigermaßen gerade sein. Vielleicht kriege ich es ja mit Millimeterarbeit irgendwie auch gerade hin. Es ist aber auch so, als würde sich das extra nur da platzieren lassen wollen, wo es halt nicht gerade ist. So geht es einigermaßen. Der sieht schön gerade aus. Ja, das ist das Geradeste, was ich geschafft habe. Das könnte man nehmen. Ich finde das fein. Mhm. Weil hier drüben geht halt gar nicht. Hier ist halt schräg. Und auf eine Plattform kann man es nicht stellen. Ja, macht mich verrückt. So ein Terrain only. Ja, schrecklich. Ja, ärgerlich. Hm. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, was wir da drauf malen. Eine Katze. Fischi. Was genau haben Fischis denn mit Seelenwaschen zu tun? Ich bin fein. Mhm. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich eine Waschanlage und Seelen draufmalen, aber ich befürchte, das gibt das nicht her. Ja, das wird schwierig. Ja, ja, aber du, weißt du, wie Seelen und so weiter in Solita immer dargestellt werden? Diese umgedrehten Wassertröpfchen? Nee. Also ein Kreis theoretisch und nach oben hin wie so eine Zwergenmütze. Nur, dass es halt ein komplettes Ding ist, so in Grau oder in Hellgrau. Und wenn wir das nehmen, mit einem kröglichen Gesicht und oben drüber einfach einen Schwamm machen... Ja. Ich. Magst du mir meine aufmalen? Zeig mir mal, wie deine Seele aussieht. Jetzt bin ich gespannt. Zeig mir deine Seele. Okay. Und Cleef, GZ zu 100%. Ah. Fröhlich, ja. An sowas hatte ich auch gedacht. Irgendwie sowas wie so ein Geisti. So ein glücklicher Geist. Und ja, mit dem Schwämmchen ist eine gute Idee. Hm. Wenn er jetzt einen Fisch draufmalt, ne? Dann... Ich könnte mich eigentlich auch mal wieder umziehen, ne? Das sieht eigentlich cooler aus, finde ich. So in etwa? Ah, okay. Mhm. Ja, das sieht aus wie ein Schleim, dem gerade ein Stück Käse auf den Kopf fällt. Wir könnten ja auch anfangen, Slimes zu jagen, so ist es nicht. Ja. Ja, aber die grobe Idee. Also das mit dem Schwamm finde ich auf jeden Fall gut. Ja, ja, ja. Mit der Seele müssen wir nochmal gucken, wie wir eine süße Seele... Ich hätte aber schon eine Idee. Ich hätte schon eine Idee. Geht auch schnell dann. Ich werde jetzt nur gleich auch mal kurz was essen. Glaube ich. Oh, Futter ist fein. Ich habe unseren Kühlschrank angemalt. Und da ist jetzt sehr viel Essen drin. Ja. Ich werde mich da komplett durchessen. Das habe ich gesehen. Ja. Hallo, meine Dunkelheit. Nein. Mhm. So, gibt es sonst noch irgendwas, was wir hier draußen brauchen? Brauchen wir noch irgendein Schild? So, weiß nicht, rechts, links ein kleines Holzschild, wo einfach Seelenwäsche draufsteht oder so? Oder brauchen wir sowas nicht? Glaubst du, theoretisch brauchen wir es nicht? Das erklärt sich eigentlich ganz gut von selber. Mhm. Gut.
Okay. Dann hast du gerade was zu tun? Nee. Hm. Ich könnte noch mal zum Dom fahren mit dem Heli und gucken, ob wir da neuen Loot kriegen. Okay, ja, dann mache ich das Schildchen fertig in der Zeit. Ja, okay. Okay. Fein, fein. Hey, Henki. Okay, so, jetzt muss ich leider über Items Seele malen. Es wäre echt einfacher, das schnell mit dem Tablet, glaube ich, zu machen, oder? Aber ich habe keinen Bock, das Tablet jetzt anzuschließen. So, sollen wir dann so einen Geisti malen? Ja, ne? Eigentlich ist das ganz cool, so den... Oh, wie süß. Ist das da oben ein Kuchen? Ich hab's schon gelöscht. Geist mit Heiligenschein. Ich glaube nur den Geist. Der Heiligenschein könnte stören mit dem Dingsbums. Okay, ich brauche einmal den Geist. Gott, es ist so schwer, das mit der Maus zu malen. Könnt ihr einmal den Geist posten? Danke. So sollte es gehen, denke ich mal. Hallo. Oh, hallo. Ich bewundere gerade dieses Kunstwerk. Ja. Ich warte auch darauf, dass es fertig wird, quasi. Es tut mir leid. Ja, was soll es denn darstellen? Oh. Ach, unsere Katze hat da was drauf gemalt. Das ist die Seele unserer Katze gewesen und ein Schwamm. Ach, das war ein Schwamm. Schwamm habe ich sogar erkannt. Mhm. Ah, ich dachte, dass da drunter ist, ich dachte, dass da drunter wären Tropfen gewesen. Mhm. Und ja, ich dachte, sie können. Ach so, jetzt verstehe ich alles. Ja, wir waschen. Das ist richtig. Okay. Wir waschen deine Seele. Ach so. Falls du eine schmutzige Seele hast. Jeder sollte eine reine Seele haben. Ja, ja. Meine Seele ist sauber. Das kann ich, das weiß ich. Sicher? Aber weißt du, wie praktisch das ist? Also nach dem Seelenwaschgang. Oh, nach dem Seelenwaschgang behalten wir aber auch noch eine Kopie deiner Seele, beziehungsweise wir händigen dir einen Gegenstand mit deiner gespeicherten Seele aus. Und so kannst du die nicht so leicht verlieren und hast eine Sicherheitskopie, falls mal was ist. Falls du wieder umziehen musst von der Insel oder so. Ja, das kostet bestimmt aber eine Menge, so ein Prozess, oder nicht? Nee. Wir machen das einfach so. Einfach so umsonst? Ja. Ich glaube, da ist irgendwo ein Haken hinter dran. Mm. Ich meine, wenn ihr das umsonst macht, wie könnt ihr euch so ein großes Haus dann leisten? Wir haben noch Arbeit. Hallo. Okay, hi. Entschuldigung, der schon wieder. Aber jemand sucht nach ihm. Nach mir? Was? Nee, nach ihm. Okay. Oh. Nach ihm. Mit diesem schönen Anzug. Nach mir? Gefunden? Der junge Mann. Ah, okay. Mich oder? Ja, ich glaube, nach ihm hat er gesucht. Ich wurde noch nicht gefunden. Die Herrschaft, der Priester. Ich wollte nur kurz aufklären und warnen, falls Sie Ihr Haus nicht verlieren wollen, sollten Sie Herrn Shepard vielleicht nicht zu viel Informationen geben, sonst gibt er sicher Ihr Haus. Ich habe geklingelt. Und will Ihr Haus fänden lassen. Wie bitte? Oh. Hören Sie mal. Also, ich
Wie war noch gleich Ihr Name? Sie wissen ganz genau, wie ich heiße. Du Quirulant! Herr Blechbüchse, ja genau so. Herr Blechbüchse, oder? Hören Sie. Sie haben 3 Monate Zeit, dann sind Sie bitte ausgezogen. Mit Ihren Worten andauernd im Gras zu liegen und um Hilfe zu schreien, oder? Ja, ja, das könnte sein. Hören Sie, ich möchte wirklich nicht mit Ihnen im Zwist liegen. Ich möchte den Zwist beiseite legen und Frieden mit Ihnen schließen. Sie sehen doch, ich komme in friedlicher Absicht. Wenn Sie sich an die Bedingungen halten, dann können wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen und Sie können auch weiterhin in Ihrer Wohnung wohnen. Wissen Sie was? Das halte ich für ein gutes Angebot. Ich habe heute gute Laune, wissen Sie? Weil, naja, ich habe heute schon einige Leute verprügelt. Ja, richtig, ja. Und die haben es verdient. Wissen Sie, die haben es halt verdient. Ich war stolz, die haben es verdient. Nicken, wenn du bestätigst. Außerdem hatte ich heute auch noch einen anderen guten Tag. Denn dieser komische Mystery-Mann, völliger Vollpfosten, hat sich komplett verarschen lassen. Hat uns Raketenwerfer gegeben. Ha, wir sind jetzt voll bewaffnet. Also war das ein guter Tag für mich. Und deswegen habe ich mir so gedacht, wenn du 25 schlechte Taten hast, 25, nicht 23, nicht 24, oh, was? 25 Timing, Taten, ey. Dann kannst du ja auch vielleicht mal... toll, jetzt klingelt's. Weich gepanzerte gute Zenko, danke für 31 Monate. Dankeschön. Herr Shepard, haben Sie die Möglichkeit, diesen Twist in Frieden beizulegen? Für ganze... 69 Scrap. Was passiert hier? Oh, verdammt, ich hab nur 51 dabei. Krieg ich einen Rabatt? Keine Ahnung. Rentner, Seniorenrabatt. Das ist der Rentner, der mich mit einem Stein beworfen hat. Ach so, Sie haben's also dicke, ja, Herr Shepard? Sie haben erhöht auf 51 Scrap. Sie meinen wohl, Sie sind wohl hier der Macher und der Pimp, wissen Sie was? Das wollen wir doch gleich mal sehen, wie reich Sie wirklich sind. Dann geben Sie mir doch gleich mal 40! Ha, haben Sie auch ganze 40? Natürlich, natürlich. Ich beweise es Ihnen. Na, hören Sie mal, ich habe sogar 30 Scrap. Niemals! Was sagen Sie dazu? Haben Sie 30 Scrap? Niemals! So reich sind Sie nicht. Ich hätte Sie höchstens eingeschätzt so. Ich hätte jetzt eher gedacht, Sie sind so für 200 Scrap so ganz billig. Ja, eigentlich schnell mal Essen holen, ne? Wenn die hier gerade unterhalten. Sie, der ist reich. Ja, Sie können doch eine Menge von mir profitieren. Das sind sicher die ganzen Mieten, die er eingezogen hat. Ja, so sieht's ja. Aber ich will nichts Schlechtes sagen, ey. Dann sind wir wohl jetzt erstmal in Frieden. Ich hasse das Wort. Schlotzi. Hier, nimm das Geld. Verbar es. Ja, so ist das. Mensch, endlich finde ich dich, du! Ja. Hast du Post hier gesagt? Guten Tag, Tag wünsche ich. Beste Freundin! Aha! Du, ich muss mich entschuldigen. Ich war vorher nicht ganz ich selbst. Ich habe momentan immer schwierige Schlafrhythmen und ich weiß immer nicht, was nachts passiert. Aber ich bin nicht ich selbst und ich weiß auch nicht, wo ich immer aufwache. Bin weg? Oh, wenn du nicht du selbst bist, möchtest du mitkommen zu uns nach Hause? Und deine Seele reinwaschen lassen? Komm. Oh, Kundschaft. Mach das mal. Ja, komm mit. Möchtest du? Ja, komm. Kann ich mein Pferd irgendwo anschließen? Anschließen nicht, aber du kannst das gerne hier hinstellen. Weißt du noch komm diese her, Sache, Katze, her, die wir besprochen hatten mit dem Wohnort und dem Bett? Vielleicht sollten wir das doch nochmal bedenken. Ja. Ja. Sollten so, wo muss ich jetzt hin? Komm mit. Einfach komm uns mit, folgen. Komm mit. Genau. Ja. Einfach hier rein. Genau. So. Dam, badam, badam, babam. Bam, badam, babam. Keine Sorge. Das ist alles ganz normal hier. Ja, ich kann auch schöne Musik anmachen. Schön. Also, ich darf kurz unser Businessmodell vorstellen. Wir waschen Seelen. Da steht jetzt noch Handel, aber das ist natürlich nicht richtig. Wir würden dir gerne helfen, deine Seele zu waschen. Das ist auch kostenlos.
Oh. Ihr kleinen Anfänger, glaubt ihr wirklich, ich würde darauf reinfallen? Ich glaube, ich, hast du... Wo hast du den her? Das ist aber... Glaubt ihr wirklich, ich habe diese Hülle angenommen, nur damit ihr sie mir wegnehmen könnt? Deine Hülle? Wir wollen nicht deine Hülle. Also so hat er zu mir noch nie geredet. Wir wollen das, was da drin steckt. Du bist nur das Ü-Ei, wir wollen nur das Spielzeug. Das, was da drin steckt, bin ich. Und ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt, werte Damen, werte Ladies. Oh, er hat dich Lady genannt. Diese Insel ist zu klein für uns drei, vier. Eigentlich sind wir gerade 15. Genannt? Hast du Mario mitberechnet? Ich werde ihr Business hier nicht der Obrigkeit melden, aber seid euch gewiss, dass ihr diesen Körper hier nie wieder anfassen dürft. Nie wieder dürft ihr Hand anlegen und versuchen, ihm die Seele zu entziehen. Habt ihr mich gehört? Hm. Also, das ist irgendwie... funktioniert nicht so, ne? Ich werde ihm nun wieder die Kontrolle über seinen Körper geben. Und wenn ihr dann immer noch versuchen werdet, seine Seele reinzuwaschen, wird das Konsequenzen haben, die ihr nicht mal in euren schlimmsten Albträumen ausmalen könntet. Habt ihr das verstanden? Nochmal, Tachi? Wir werden die Seele reinwaschen. Ich finde auch, wir sollten die Seele reinwaschen. Sauber. Hey, geht's dir gut? Mit Seife. Hallo? Hey. Hallo. Kann es sein, dass du manchmal so Stimmen im Kopf hast? Kann ich... Ich habe gerade ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Wir haben da so eine Stimme gehört von dir. Rein. Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Komm her. Na, komm. Wir können dich sauber waschen. Wirklich. Da rein. Oh. Einfach oh. Da rein. Wir wären schlecht in unserem Job, wenn die Türen nicht zu wären. Ja, schon. Nee, da nicht. Hier rein. Meine Damen, meine Herren. Ich bin also, mir nicht sicher, ob er die gleichen Stimmen im Kopf hat wie ich oder ob das einfach wieder irgend so ein Ding war. Keine Ahnung. Glaub ihr kein Wort. Wir sind keine Stimmen. Wir sind hier gefangen. Sie lügt dich an. Du solltest jetzt wirklich in die Zelle gehen. Liebe Brüder und Schwestern. Wir haben uns... Meine Stimmen sind viel netter. Sie hat ihn kaputt gemacht. Ich habe gesagt, ihr werdet Konsequenzen tragen. Und diese werden schmerzhaft für euch. Lasst euch wissen, dass ich niemals ruhen werde, bevor eure Machenschaften hier ein Ende bereitet wird. Oh, Moment. Du solltest jetzt in die Zelle gehen. Ihr werdet den Tag niemals vergessen, an dem ihr Papo der Seele reinwaschen wolltet und versagt habt. Hört ihr mich? Versagt! Oh. Muss das so? Okay, gerade noch mal ein paar Einstellungen gemacht. Oh, ich war gerade nicht da. Was passiert? Also, er hat gesagt, wir werden niemals den Tag vergessen, wo wir ihn reinwaschen wollten. Und dann ist er kaputt gegangen. Oh. Okay. Hm.
Ich hatte ihm hier extra was hingelegt. Das ist jetzt blöd. Aber war lustig. Das hat irgendwie nicht so geklappt mit der Seelenwäsche. Das ging irgendwie nach hinten los. Können wir das öfter machen? Aber man hört meine... Ich glaube, man hat meine Stimme auch wieder nicht gehört. Das ist unser Job, du Keck. Das müssen wir öfter machen. Ja. Wo wohnt er denn? Da oben auf dem Berg. Also ich glaube, man hat nichts mitbekommen. Na, ich glaube schon. Ja, ihr habt es, glaube ich, gehört. Aber ich glaube... Er hat seine Sachen ja noch. Ich glaube, da hat man nichts gehört. Der Rest stimmt nicht. Weiß oh, wollen wir das Pferd in den Kerker sperren? Wenn ihr ihn nicht hört. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Oh, kurz mal Essen holen. Wir probieren es nochmal aus. Warte mal. Wir probieren es nochmal aus. Wir probieren es an Items aus. Ja, no, okay. Sie kriegt das nicht in den falschen Hals, okay? Ich will das Pferd mit dem Elektro-Ding-Pot machen. Okay. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wollen wir es reinsperren. Aber wozu einsperren? Wir müssen nicht Pott machen. Tja. Weiß ich nicht. Aber ich will jetzt kein Pferd quälen. Da okay, probieren wir es einfach nochmal. Deine Schlüssel sind so, noch. Meine liebe Katze. Es wäre echt ungünstig, wenn jetzt ein Unfall passieren würde. Ein Unfall, ein Unfall. Mit einem Messer? Oder einem Flammenwerfer? Ein Unfall? Aber so eine feine Katze schmeckt bestimmt gut. Nee, funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich glaube, die ist lieb. Oder vielleicht auch nicht. Oh, das geht die ganze Zeit automatisch weiter. Das spielt alle Dateien durch. Ah, warum? Warum connectet sich das überhaupt mit Spotify? Ich will nicht, dass es jetzt über Spotify geht. The fuck? Ja. Puh, anstrengend. Das war Spotify vorhin? Hm? Na, ich bringe ihm mal sein Spotify Zoll. Würde ich die auch nehmen? Hä? Ah, das funktioniert halt irgendwie nicht richtig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit. War das mit deinen Stimmen zu hören? Komplett? Echt? Okay, dann ist das ein Anzeigefehler, dass das nicht ganz angezeigt wird. Hm. Na gut. Das soll auch nicht als Playlist angenommen werden. What the fuck? Ja, es ist halt doof, dass es auch noch automatisch hier einfach durchspielt. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es hier macht. Anstrengend. Ich glaube aber, dass die Idee eh so ein bisschen mau ist, weil ich glaube, die kommt einfach nicht gut an. Mod-Hüllen-Soundfall, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was du mir da geschickt hast. Kein Plan. Das ist mir auch gerade relativ egal. Geht ja darum, dass es nicht automatisch durchspielen soll. Ich denke, ich dann grandios finde. Ich glaube, die anderen nicht so. Also, ich glaube eher, die anderen finden das nervig. Alle. So ziemlich. So, ich wollte mal eben was essen. Super. Ja, nee.
Wahrscheinlich ist das zu sehr, ich sag mal, so aufgezwungen. Habe ich Zenko eigentlich Danke gesagt für 31 Monate? Ich hoffe doch. Wieder da. Ja. Franzi, willst du eben mit dem Heli mit mir zwei, drei von den Monumenten machen? Ja. Aber warte mal, wird gerade Nacht oder ist Nacht? Es wird Nacht. Ja, dann müssen wir warten. Die kleinen Helis haben keine Scheinwerfer. Okay. Okay. So. Wo packe ich mich denn jetzt mal hin? Ich packe mich hier unten hin. So. Tschüss. Ah. Nom. Wie nennst du hier Schatz? Nom. Nein, Schatz. Ach so. Schatz. Ja. Ein gutes Wort da. Ich hab. Danke, danke. Hätten wir vielleicht ein Messer holen sollen. Mist. Mach ich das mal eben.
und ein Frosch. Franzi ist doof und ein Frosch. Ja, das ist also, ja. Franzi ist doof und ein Frosch. Das ist irgendwie so eine Aufnahme, die braucht kein Mensch. Und ein Frosch. Nee, ja, also das können wir irgendwie wieder löschen. Franzi ist doof und ein Frosch. Nee, das brauchen wir wirklich nicht mehr. Franzi ist doof und ein Frosch. Ja, es reicht. Ich geh nicht mit dir auf. Franzi ist doof und ein Frosch. Wiedersehen. Franzi ist... Oh, ich hätte jetzt gar nicht neu starten müssen. Das ist im Loop. Franzi ist doof und ein Frosch. Franzi ist doof und ein Frosch. Das ist ja praktisch. Nein. Nee. Mama Nikatz ist fein. Mama Nikatz ist fein. Du bist alles andere als fein. Nein. Mama Nikatz ist fein. Du hast einen Pfeil im Kopf. Reicht's aber. Franzi ist doof und ein Frosch. Oh, das war knapp. Franzi ist doof und ein Frosch.
Wir können gleich entweder los oder nicht, wie du möchtest. Wir können los. Feine, die wie feines Futter, Katze Kutgassi mit Franzi. Okay, ich bin ready. Wo ist der Helikopter oben? Ja. Let's go. Let's go.
So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich euch lange allein gelassen, ne? Aber das musste sein. Musste ja ordentlich essen. Ich habe Indisch gegessen und das hat so lecker geschmeckt. War richtig, richtig lecker, ja. Bin sehr überrascht, weil normalerweise, also ich bestelle super ungern indisches Essen, weil das halt meistens einfach nicht so schmeckt, finde ich. Aber das hat so lecker geschmeckt. Ich glaube, also so leckeres indisches Essen habe ich noch nie bestellt und selten überhaupt so lecker indisch gegessen. War richtig, richtig lecker. Habe so Knoblauchbrot bestellt und mit Samosas, mit Kichererbschen und so Kartoffeln und so. Und es ist so viel, das ist so krass. Das Essen war halt nicht mal teuer, es war richtig billig. Also was heißt richtig billig, also normaler Preis. Aber so krasse Mengen und so viel dran, also nicht nur so Standardscheiß, sondern richtig viel verschiedenes Zeugs. Super lecker. Und auch nicht scharf. So wie ich es mag. Ey, also ich bin richtig überrascht gewesen. Als er mir das auch geliefert hat, habe ich da so gesehen, das waren 4 Packungen. Und ich so, alles? Ja, alles. Okay, what? Und einen hausgemachten Mangolassi habe ich mir noch dazu bestellt. So. Gute Nachricht ist, Divi ist satt. Schlechte Nachricht ist, Divi geht's nicht gut. So, was mache ich denn jetzt? Mau. Da glitscht was durch. Genau in der Mitte. Ah, der Kürbis. Dicht gemacht hat, war ähnlich. Faire Preise, richtig gut ausgefallen. Das darf, ja. Da merkst du halt echt so den Unterschied, ob das halt ein Lieferdienst ist, wer dir liefert. Oder ob das halt ein Restaurant ist, was dir liefert, ne? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wurde nicht gut angenommen auf dem Land. Ja, das glaube ich. Ja. Auf dem Land ist es immer sehr schwer. Fühlt sich nicht so gut? Geht's nicht gut? Ja. Ja. Nee, Essen, alles okay. Ich weiß nicht, ob das Essen noch dazu beigetragen hat gerade. Ach, die Lampe ist hier immer weg, okay. Ja, ist schlimmer geworden. Ist geschwollen. Noch doller geschwollen und ist ganz warm. Ja. Morgen früh anfangen, ja. Ja. Also morgen würde ich auf jeden Fall so um 12 gucken, dass ich anfange. Gucken wir uns das Indie-Spiel da an und danach halt Rust. 12. Mhm. Es sei denn, ich habe ein größeres gesundheitliches Problem, dann bin ich halt morgen nicht da. Aber ich hoffe einfach, dass es geht. Es ging die letzten Wochen auch. Es ging auch gestern gut, nur seit heute nicht mehr.
Hab gestern noch Witze drüber gemacht. Gestern vorm Schlafen gehen habe ich Rippchen noch erzählt. Hahaha. Ist ja alles gut. Passt noch eine Woche. Und heute Morgen dann doch aufgewacht mit einem großen geschwollenen Knubbel. Der schmerzt. Ja, toll. Oh Gott, und ich sehe gerade, dass MacCap vorhin Bits reingecheert hat. Es tut mir so leid. Ich war da gerade am Pausieren und am Essen. I'm sorry. Ich hoffe, du bist noch da. Vielen, 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 vielen Dank natürlich. Autsch. Ist gar nicht so ouch, weil es tut meistens nicht weh. Es ist jetzt schon seit längerem so. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil es halt nicht weh tat. Ich habe auch keinen Bock gehabt, das zu erzählen. Aber ihr habt ja gemerkt, dass in der letzten Zeit öfter Streams ausgefallen sind. Und ja. Ich war sehr, 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 sehr happy, dass ich während Elden Ring keine Probleme hatte. Als Elden Ring rauskam, ging es mir gesundheitlich echt gut. Und jetzt ist halt nicht so, ne? In der Krankenakte kennen? Nee, vor allem, weil sich die Leute auch schneller viel mehr Sorgen machen und man, ich habe eigentlich gar keinen Bock, sowas zu thematisieren. Tja. Aber it is what it is. Die Leute, die hier länger zuschauen, wissen ja, dass das jetzt schon recht lange so geht, dass das jetzt ein paar Monate sind und ja, ich hoffe einfach, dass sich das bald mal behebt und ich endlich wieder gesund werde. Weil es ziemlich nervig ist. Ja. Ich habe ja auch gesagt, dass ich also nach Rust beziehungsweise im April werde ich halt eine kleine Pause machen, eine kleine Streampause. Das wird wohl sein müssen und dann, ja. Ist danach hoffentlich alles wieder tutti. Jo. Ja, ja. Puh. Ja, die 200 Stunden. Ja. Ach, Mann. Scheiße. Ach, ist das doof. Ach. Shit. Ja, ich glaube, ich lasse meinen Abend dann jetzt wohl so ausklingen. Das macht mehr Sinn. Ich glaube, also ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt halt noch... Ich meine, das ist nicht anstrengend. Ich sitze hier ohne Cam und spiele ein bisschen Rust und RP, aber ich glaube, ich glaube, so doof das klingt, dass ich das gerade nicht so ganz gebacken kriege, RP zu machen. Von daher werde ich, glaube ich, jetzt einfach mich noch ein bisschen entspannen, ein bisschen den Abend ausklingen lassen und morgen entweder doch nochmal zum Arzt huschen oder einfach den Stream anwerfen. Wir gucken mal. Je nachdem, wie es mir geht. Ja, tut mir voll leid für das abrupte Ende. Vor allem, dass ich euch am Ende noch habe warten lassen, während ich esse. Ich wusste nicht, dass es ja, so doof wird. Guti. Aizif, danke schön für 9 Monate. Du bist auch voll okay. Ja. Ach, Mann. Lass uns warten lassen, ja. Also, wenn es richtig doof ist, werde ich vielleicht ab morgen schon meine Pause nehmen.
Also werde ich vielleicht ab morgen schon eine Streampause machen. Ich weiß es nicht. Ich kann es im Moment echt nicht. Ich kann es im Moment echt kaum sagen. Es ist schwierig. Ist dann langsam doch mal die Grenze erreicht. Brrr. Okay. Dann logge ich mich mal aus. Und, ja, ich werde ja jetzt nicht verhungern oder so, ne? Was Wichtiges dabei? Nein. Geht nicht anders. Ist doof, aber es geht nicht. Ah, nee. Ach so, bin ich jetzt. Ach, ich habe einfach nur. Was? Nein! Machen wir das so. Okay. Sonst connecte ich jetzt erst noch und das dauert irgendwie 10 Minuten. Gefühlter Stream-Marathon. Ja, das. Ja, wie gesagt, ihr wisst ja seit. Ich glaube, im Dezember wisst ihr ja, dass ich krank geworden bin und ich trage das seitdem die ganze Zeit mit mir rum. Also körperlich bin ich ganz schön RIP. Ich habe das jetzt halt die ganze Zeit immer so ein bisschen verschoben, weil ich dachte, okay, erst kam Pokémon Arceus raus, das wollte ich gerne durchziehen im Stream, dann wollte ich Dying Light 2 spielen, dann kam Lost Ark, dann kam Elden Ring. Zwischendurch noch immer die Termine mit Among Us, beziehungsweise mit Goose Goose Duck. Among Us war ja nicht mehr. Und dann jetzt halt das Rust-Projekt und Ghostwire Tokyo steht eigentlich auch noch vor der Tür. Es war halt die ganze Zeit irgendetwas, wo ich mir dachte, nee, ich kann jetzt nicht pausieren. Das machen wir wann anders. Ich schaff das noch, ich schaff das noch. Und ich hab's ja auch geschafft und ich hatte teilweise auch echt viel Spaß. Und gerade zu Elden Ring hatte ich nochmal einen richtigen Energieschub. Aber ich glaube, also seit dem Durchspielen, seitdem wir das Ende von Elden Ring gesehen haben, da hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, Ende. Echt Ende. Ja. Sondern auch die, ja, das muss man auch bedenken, genau. Ich habe ja trotzdem währenddessen noch Placements gemacht. Ich habe trotzdem zum Beispiel die Sachen mit dem EMP, das ist ja auch Vorbereitung, das ist, ob das jetzt irgendwie Social Media Zeugs ist oder eben die Stream-Vorbereitung, das Abklären im Hintergrund, die Gespräche im Hintergrund, die Placements eben, das ganze Zeugs für die Videos. Also es war wirklich, wirklich, wirklich viel. Sehr viel. Und jetzt ist Grenze echt erreicht. Ja, der Körper schreit richtig nach Pause. Also richtig, richtig. Das habe ich ja in den letzten Tagen auch viel versucht halt. Beziehungsweise irgendwie waren es auch Zwangspausen. Scheinbar reicht es aber nicht. Was mich super ärgert. Gerade jetzt zur Rust-Season auch, aber ja. Oh. Ich versuche dann mal zu gucken, wie es die nächsten Tage ist. Vielleicht mache ich auch einfach nur kurze Rust-Streams oder so. Mal sehen. Weil eigentlich ist es so, wie es ist, auch schon so das Entspannteste mit ohne Cam und so. Also ohne Facecam, nicht ohne Cammen. Meine Haare sind gekämmt, ich schwöre. okay. Aber genug Gejammer. Jetzt habe ich euch doch gesagt, was Lage ist bei mir. Fertig. Aber auch gar nicht so Lust drüber, in Zukunft noch drüber zu reden, was da irgendwie gesundheitlich los ist. Ich hoste euch jetzt irgendwo hin. Am besten zu Items, würde ich sagen, ne? Ja. Macht am meisten Sinn. Ja, der ist auf jeden Fall noch ein bisschen da. Und dann, ja, sehen wir uns
Entweder morgen oder die Tage oder demnächst. Gut, Leute. Danke fürs Dabeisein und für den coolen Abend. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restabend drüben bei Items. Und ansonsten bis dann. Bye, bye.